Neue Runde Dota 2. Und jetzt machen wir hoffentlich nicht den gleichen Fehler wie in der letzten Runde, dass wir unsere Lanes total kaputt machen. Earth Spirit ist schon mal ein guter Anfang. Zumindest. Kratler meint da gerade auch zur letzten Runde, das andere Team war es gut gepickt. Ja, aber was haben wir denn gemacht? Wir haben den Omni solo auf der Offlane farmen lassen einfach. Das ist meistens schlecht, obwohl wir Helden hätten, die hätten dagegen was machen können. Und ich war als Spectre dann die meiste Zeit alleine. Das war einfach, wir hatten einfach dumm gelaned und die andere Lanes dann die Offlane trotzdem verloren. Wir hätten einfach auf der Offlane, man hätte am Ende trotzdem 3-10-2 gehabt oder irgend so ein Quatsch. So, das lief halt total scheiße für den. Der hätte einfach versuchen sollen, XP zu holen oder in den Jungle gehen. Und wir hätten einfach die Safe Lane sicherstellen sollen. Und ich hätte trotzdem noch ein ganz gutes Game. Verhältnismäßig. Wenn man den Anfang berücksichtigt. Aber wir haben halt dann versucht, irgendwie die Offlane zu retten. Und dabei die Spectre auf der Safe Lane einfach vernachlässigt. Was totaler Schwachsinn ist halt. Also es war einfach dumme Laning-Entscheidung leider. Also ich bin oben anscheinend alleine in der Lane. Sowas wie Weaver ist schon weg. Was sie schreiben, Void ist ganz okay hier. Tinker, was mobiles. Faceless Void wäre schon nicht so schlecht. Nyx Assassin wäre noch ganz gut dagegen, dann fehlt uns irgendwie ein bisschen. Ein Patch, was? Okay, jetzt kann also sowas wie Nyx kann ich jetzt nicht picken. Wir brauchen noch ein bisschen Carry-Potenzial, ein bisschen Right-Click. Juggernaut vielleicht in dem Spiel. Ich werde wahrscheinlich den Bristle gegen mich haben. 10 seconds to pick. 5 seconds. Hurry, hurry. Ich kann mich ganz gut bestrafen, wenn er out of position ist. Mit dem Healing Ward und mit. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Ich habe gerade. Die Idee war jetzt nicht ganz gut. Ich habe noch ein bisschen überlegt. Morphling, der Range ist scheiße. Faceless Void wäre einigermaßen okay. Es wäre noch ein bisschen interessanter gewesen. Der Ludwig ist mal wieder da im Twitch-Chat. Willkommen. Juggernaut. Juggernaut. Also der Magic Stick wird gebraucht. Ein Quelling Blade fürs gute Last Hitten. So also viel Spielraum habe ich da jetzt eh nicht. Und 5 Monate Abo am Stück. Gleich die Message. Vielen Dank, Ludwig. So, jetzt mal ganz kurz, was wir hier noch mitnehmen. Jules, nein. Das, nach einem TP, das geht einigermaßen. Seconds.
still an easy D-Ward for some money in XP. It's time for Fantasy World avatars to pretend to murder one another. I'll take that as tribute. Blessings. Genau, Ludwig fragt es gerade. Ich habe neues Internet, ja. Ich kann abends wieder normal spielen. Man sieht's. Ein schöner 29er Ping. So. Job. Last of my kind, but first in this. Noch ein bisschen den Buddy-Block gemacht. Das fängt doch mal gut an. Can you pull? We have a creep wave pushing. Stick Charges lohnt sich jetzt relativ schnell. So, schnell zum Kurier. Schön vom Tor weggehalten. Die meiste X. Ah, komm, Crit. Critte, du Sau. Jetzt wechseln sich ab, kommt der Patsch hier hoch. Nächstes gibt's schon die Face Boots. Der Bristle versteckt sich jetzt irgendwie an der Seite. Kann nicht allzu viel gegen machen. Außer die Denies, damit er wenigstens kriegt. Wenn ich jetzt mich da auf die Suche mache ewig. Nicht zu viel abbekomme. Autsch! Ein zu viel abbekommen. Fuck. Ja. Das war... Da habe ich den einen Quillspray, der noch aus Bristleback kam, mit dem verwechselt, der
den er manuell gecastet hat. So. Sachen, die ich eher unterlassen sollte. Schnell im Sideshop das abholen. Brauche ich mir schon noch den Aquila. So, den wollte ich auswählen. Gleich mal meinen Healing Ward benutzen. Bringen wir mal eine Clarity mit hoch. Ah! Was hier Last Hit, deshalb. Na toll. Mal gucken, dass man ihn schön von vorne trifft. Und man nicht den ganzen Schaden in den Bristleback haut und noch mehr Crease Sprays provoziert. Oh, sehr schön. Come here for Healing Ward, guys, Healing Ward. Autsch. Rubik is really low, so I think he gone back. Should try to get him at the tower, yeah. No one go
defeated them top tower. It needs to learn to defend itself. Not yet. Schneller. Haben nicht wirklich was erreicht, leider. Okay, überlegen wir mal jetzt. Was ich jetzt hier als nächstes bauen möchte. Bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Okay. So smart ist er irgendwie nicht. Finde ich gut. Ja, ist der doof. What is wrong with you? Just play. Pick the greedy offlaner. You have a hard game. Just play and don't be a pussy. So, nein, jetzt heißt es, ich bin getiltet. Und sagt nichts mehr zu mir, sonst muss ich, mich noch dümmer verhalten als ohnehin schon. Okay. Sauber. Gehastet erwischt. Ups. Nice one. Good job, guys. The small blade strikes swiftly. Not yet. Bottom tower being attacked. So, halb so ein Ulti da ready ist. Bottom tower is learning to accept its own inevitable death. Das Rubik. Jetzt weggegangen. Könnte mir guten Skadi in dem Spiel vorstellen. Skadi Butterfly, mal gucken. Gedacht, dass jemand dazukommt, weil nur der. Hm.
Anti-Mage jetzt mal. Ja, let's push bottom. So. Yendor, 6 Monate am Stück abonniert. Vielen Dank dafür. Aber nicht so leicht aufgeben. Ja, Büssel ist auch super. Stimmt schon. Bin ich ganz sicher, ob ich direkt auf der Büssel gehen sollte. Machen wir es andersrum. Ich gehe Butterfly und dann der Büssel. Jetzt habe ich noch nicht mal genug. Na, unser Kurier ist tot. Oh, sehr schön. Ich habe immer noch kein TP. Ich denke mal gleich, jetzt TP ich da einfach dahin. Ah, halt nicht. Mit denen hier scheiß hier eben mal los. Aber die Jungs spielen das jetzt auch gut. Der Mitte ist der Anti-Mage. Keine Vision. Sehr schön.
Healing Ward. Ja, I'll pick up the double damage. Or she does. Let's go, let's go. I have ult. Go, go, go. Chase. Ja, ich wollte mal die Entscheidung, gehe ich ein bisschen zur Seite, damit der leichter hooken kann, dann bleibe ich einfach drauf. I have healing ward, keep pushing. Your middle tower is under attack. We should take Roche, guys, take Roche now. Careful, AM is there. TA, you wanna take it? On my way, mid. I have healing ward. It is not time. Das ist ganz wichtig zum Pushen immer. Hey guys. Suppose we defend that bottom tower. I'm not ready. Yes. Butterfly. Bottom tower being attacked. Don't use it right now. We don't need to. Can go back to base. Leave it for a fight. Your top tower is under attack. Earth Spirit, was Simoteus schreibt, das wäre mal überfällig für mich in der Tat. Ich habe auch echt Bock drauf. Anti-Mage ist hier. Not yet. A courier from Radiant's Army. AM around, careful. A piece of evil incarnate is lifted from the world. Go back, go back, go back. They're all coming. Okay,
Okay, nice. Let's push bottom, get the tier 2. Your bottom tower is under attack. On my way. Good job, guys. Jetzt habe ich es unglücklich. Ich habe auch ein Talent, sorry, mich da vorzustellen. Drop tower under siege. Delightful. Your top tower. No, no, wait. Your top tower has fallen. My mistake. Take that as tribute. Invisibility. Den Tinker gleich noch mal irgendwo erwischen. Every time Radiant's courier dies, a second courier in another game of Dota gains the strength of 100 couriers and wins the game. Bisschen zu spät da gewesen. Top tower under siege. Was? Da war noch mal eine Lane? Warum zur Hölle das denn? Ah! Das war knapp. Sehr gut. Sollten jetzt pushen. Let's push now, I think he's dead. Go, 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 guys. While Tinker is dead. Wir machen es eher umgekehrt, so. Sehr schön.
Healing Ward hilft jetzt richtig gut gegen den Tinker. Bottom, bottom, bottom. Oh, never mind, go top. He's there. Holy. Oh, bottom. Kein Quatsch machen. Das war ein cooles Spiel. Wir haben echt gute Spiele heute. Die TA einfach mal stumpf den. Einfach mal stumpf den Rubik zum Platzen gebracht. Ja, das war ein gutes Spiel. Dieser eine Tod, den ich weggeschmissen habe, war ein bisschen dumm. Aber ansonsten, ja, ansonsten lief es echt gut. Ich überlege gerade noch, ob irgendwas raushangen war. Der Earthbird hat gute Rotations gemacht. Und haben die Balance ganz gut hingekriegt, dass sie irgendwo roam gegangen sind und trotzdem öfter mal wieder hochgekommen sind, um den Bristleback zumindest ein bisschen zu vertreiben oder halt die Kills zu machen. Das ist halt sonst ein bisschen, das hätte sonst ärgerlich werden können. Aber das haben wir ganz gut gemacht. Gucken wir sonst was. Ja, und für die TA lief es ja anscheinend auch gut. Von daher. Insgesamt schönes Spiel. Mit Juggernaut, um das noch, den Gedanken noch von vorhin zu Ende zu bringen, hat man eine Menge Item Choices, finde ich. Ich finde auch Sanj und Yasha an ihm recht gut in bestimmten Spielen. Man kann auch Diffusal Blade ganz an ihm gut gehen oder Manta. Ich finde den Blinkdagger Build auch ganz gut. Oder einfach ein Yasha. Wenn es nicht ganz so gut gelaufen wäre, ich hätte halt sehr guten Farm, deswegen bin ich direkt aufs Butterfly. Wäre jetzt das Yasha eher noch ein Item gewesen. Schnellere Farm noch. Movement Speed, alles kann man gut gebrauchen. Also das wäre durchaus eine Option gewesen. Und das mag ich an Juggernaut auch ganz gerne, dass man viele Optionen hat, wie man ihn spielt und was man an ihm baut, kann man sich gut auf die Situation einstellen.